Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woven. Wir sind jetzt hier. Wo sind denn die Yaks? Irgendwo waren die doch hier. Ah, da hinten treiben sie sich rum. Ja, wir haben wieder einiges vor uns. Der Pilz, der sieht komisch aus. Kann ich den... Nee, kann ich nicht scannen. Okay. So, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Huch. Ach, cool. Guck mal, der Felsen da. Und da ist der Mond auch. Ich habe mich immer gefragt, weil es ja hieß, das Glühwürmchen fühlt sich vom Mond angezogen, wo denn der Mond überhaupt ist. Das da ist er scheinbar. Auch mit Flicken. Interessant. So, hier sind unsere Jagdfreunde. Did I see? Oh, never mind. Was hat er gesehen? Ich weiß es nicht. Boah, echt große Viecher. Und total putzig. Kann ich das da scannen? Den Teppich hier? Before them was revealed an impressive view, an endless sea of blue. To their left, a rocky ridge blocked Stuffy's way. But if they couldn't cross together, together they would stay. So how are we going to get Stuffy up there? Keine Ahnung. Huch, da sind sogar fliegende Felsen hier. Okay. Ein bisschen wie bei Avatar, Aufbruch nach Pandora. Also wir sollen eigentlich da hoch, scheinbar. Oh. Hier haben wir doch was Schönes. Schwarz. Iron. Okay. Also da sollen wir hoch. Wir kommen hier scheinbar wirklich gar nicht hoch. Okay, da fehlt uns wohl etwas. Da fehlt uns scheinbar eine Fähigkeit. Na gut, wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um. Wir haben ja noch gar nichts so wirklich gesehen, glaube ich. Was haben wir hier? Wir müssen auch unbedingt nach den Erinnerungen Ausschau halten. Die sind ja immer ein bisschen versteckter. So soft. Lovely, I admit. Ja, hast du recht. Nee, da komme ich, glaube ich, nicht weiter. Okay. Oh. Ach, das ist nur ein Knopf. Okay, das ist jetzt nicht so. Hier kamen wir wahrscheinlich her, oder? Ist das das Ding? Mit den feststeckenden Yaks? Ich glaube. Dann gehe ich hier mal gucken. Oder komme ich von... Nee, komme ich nicht von da eigentlich? Hier mit dem Wasser? Moment. Nee, hier kann ich nicht lang. Da hinten vielleicht. Ja, hier bin ich doch eigentlich. Ich bin gerade verwirrt. Da miaut es im Hintergrund. Ja, hier bei dem Sonnenblumenfeld waren wir auf jeden Fall schon. War ich da schon? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kam ich von hier, ne? Ja, ich glaube... Ja, von da kamen wir mit dem komischen Gebilde, was keinen Sinn ergibt. Okay. Dann schauen wir da nochmal weiter. Boah, so weitflächig hier diesmal. Also so ja, viel Platz einfach. Da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Da haben wir schon uns umgeschaut. Dann gucke ich jetzt nochmal da hinten. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwas finden, wie wir uns verändern können, scheinbar. Weil wir haben auf jeden Fall keine Form, die das machen kann, was da angezeigt wurde. Denke ich. Ach, guck mal da oben. Da haben wir doch so ein Ding. Oh, wie komme ich denn darauf? Oh je. Wir gucken mal. Gibt es hier irgendwo einen Aufstieg dafür? Ah, oh, the hills here look quite comfortable. Mhm. Ach, da? Ja, okay. Hier scheinbar. Auch nicht? Kann ich das platt treten oder? Das Glühwürmchen gibt uns gerade auch keinen wirklichen Tipp. Nee, ich kann hier nicht hoch. Hier kriegen wir noch ein Muster. Das ist schon mal ganz schön.
blau diesmal scheinbar. Oh, ich muss es erst auftrampeln. Stimmt. Pool. Wir kriegen einen Pool. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss ich da... Aber... Die Jacks können uns ja auch nicht helfen. Ich kann ja nicht auf den Jack draufklettern, oder? Also hier stehen ja Jacks. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie? Wartet mal. Probier mal. Wie hatte ich die? So, ne? Okay, das läuft. Aber das hier scheinbar nicht. Nee, es bleibt da so stehen scheinbar. Okay, dann probieren wir mal. Wenn das hier funktioniert, probieren wir das aus. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was es bringen soll. Weil auch wenn das Jack da vielleicht hochkommt, das bringt uns ja immer noch nichts. Vielleicht hilft es uns irgendwie am Ende. Wir schauen mal. Es ist ja gleich da. Huch, auf einmal so duster irgendwie. Aber es wird nicht dunkel, nein. So, mal gucken. Wo gehst du denn hin? Ja, es geht auf jeden Fall da hoch. Aber was bringt es uns? Ich mach mal nochmal. Jetzt bewegt sich das Jack auch. Okay, vielleicht von der anderen Seite dann. Das hier geht auch noch weiter. Da wüsste ich gerne... Ja, das geht tatsächlich hoch. Aber wir können ja nicht hoch. Verdammt. Warte mal. Aber das heißt ja auch, wir können hier gar nicht mehr zurück, oder? Wenn das Jack jetzt davor steht. Hätte ich mich jetzt beeilen müssen, damit das Jack nicht im Weg... Nee, das bleibt da stehen. Okay. Dann gehen wir mal rum. Na, nein. Verdammt. Ah, da ist der Aufgang. Da ist der Aufgang. Los, los, los. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Gut. Da sind wir. Oh, it's all so soft. Und da haben wir es. So. Wieder ein bisschen Fingerfertigkeit hier. Okay, bin bereit. Ist schon richtig. Ist auch richtig. Schon richtig. Huch, diesmal ist aber... Ich brauche ja quasi kaum was machen. Ist schon. Ja, diesmal tatsächlich eine sehr leichte Runde. Also echt, das ist so ein schönes Kinderspiel einfach, finde ich. Oh, oh, passend zur Jahreszeit. Kriegen wir einen niedlichen Hirsch, ein Rentier. With this pattern, Stuffy would be able to jump up the ridge. And it would help them up the mountain once they had crossed the bridge. Oh, rather you than me, though. That looks like an awfully big mountain to climb. Das ist süß. Gut, jetzt haben wir Hirsch, Rentier, ich weiß es nicht genau, eins von beiden. Oh, da komme ich nicht mehr, aber ich kann hier jetzt... Vielleicht? Achso, ich brauche ja nur trampeln. Kommt, wir trampeln einfach. Wo ich irgendwie... Gibt es da noch was? Das hier kommt mir halt so komisch vor. Nee, da scheint nichts mehr zu sein. Hätte sein können, dass da vielleicht noch irgendwie eine Erinnerung oder so lauert. Ich habe echt Angst, dass wir nicht alle Erinnerungen finden. Vor allem, wenn ich gerade gesehen... Habt ihr es gesehen? 4 von 5 Blaupausen war das jetzt, glaube ich. Da kommt scheinbar nicht mehr so viel... Das macht mir etwas Angst, dass wir vielleicht Erinnerungen wirklich übersehen haben. So, dann übernehmen wir das mal. Scheinbar können wir damit sehr weit springen, wie es gerade vom Erzähler hieß. Bin gespannt. Stuffy didn't feel a thing when switching an arm or changing dice. So. All that was actually him resided in his eyes. For as long as his eyes were kept safe and unharmed, there was no reason to be alarmed. So, eyes are the window to the soul. Who would have thought? So. Oh, ist das niedlich. Guckt euch das mal an. Das ist so süß. Oh Gott. Stimmt, wir können ja auch die so hin und her switchen tatsächlich. Wir können jetzt nämlich nicht stampfen, aber wir brauchen die Beine. Ja, die Beine kann ich nicht ändern. Das ist ja genau das, was wir, glaube ich, brauchen. Also auf Stampfen müssen wir jetzt scheinbar erstmal verzichten. Ich könnte es mal ausprobieren. Haben die Stampferbeine? Ja, aber dann wäre tatsächlich das hier weg. Okay, das können wir nicht machen. Lassen wir es dabei. So, wie wollen wir denn aussehen als so ein hübsches Skibble vielleicht?
Ach, das ist schon Skill, stimmt. Wir könnten... mal so ein schwarzes. Oh, das finde ich, glaube ich, echt niedlich. So schwarze Rentier. Statt schwarze Schafe. Oh, guck mal, wir können das sogar mit weiß. Oh, ja. Ich glaube, das wird echt süß. Ja, da. Oh, es ist putzig. Das finde ich echt toll. Ja, das lasse ich so. Okay. Stopp. Oh, wie schön. Much to explore here. Süß. So, dann gucken wir mal. Jetzt würden wir tatsächlich auch da hinten hochkommen. Aber das bringt uns, glaube ich, wirklich... Ich glaube, da war nichts. Ich glaube nicht. Da wurde uns das auch gar nicht angezeigt, tatsächlich. Also vielleicht braucht man auch diese Dinger hier. Ja, bin mir nicht sicher. Aber da war... Ja, doch, da war nichts. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht ist da noch eine Erinnerung versteckt, aber das Glühwürmchen hat halt nicht angezeigt, dass wir da überhaupt springen könnten. Deswegen, glaube ich, ging es auch nicht. Was ist denn das da? Weil... Ist das ein Luftballon? Oh, und was ist das? Ein Wal. Ach, wie cool ist das denn? Okay, den hätte ich jetzt fast übersehen, den Wal. Oh, wie schön. Noch irgendwas? Vielleicht sollte ich mich öfter mal umgucken hier. Da entgeht einem quasi fast sowas Schönes hier. Mensch. Okay, wo soll ich denn hin? Und nun? Jetzt bin ich hier. Was mache ich jetzt? Ich bin oben. Da soll ich wohl nicht hin. Soll ich hier noch höher? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich jetzt tun kann. Bin ich hier irgendwie falsch gelaufen? Also von da komme ich ja. Warte mal. Oh, da ist er wieder. Guck mal, jetzt ganz nah. Ach, schön. Vielleicht wirklich hier runter, tatsächlich. Ah, wir sollen hier zu dem Ding hin. Okay. Was ist das? Wir können da durchsprechen, okay? Majestically, the whale jumped out of the water. At the exact time that Glitch had calculated. Schön. Stuffy stared in awe at the creature. Oblivious of the fact that above them a bridge was created. Das war ja gerade total schön. Also ganz ehrlich, wenn ich Kinder hätte, dann würde ich denen sofort dieses Spiel hier vorsetzen. Das erinnert mich sehr. Ich hatte als Kind tatsächlich ein absolutes Lieblingscomputerspiel. Finfin hieß das. Mit einem Pinguin. Das war unglaublich süß. Da musste man, das war mit Mikrofon tatsächlich. Da hatte man diesen kleinen fliegenden Pinguin-Viech. Oder sah es aus wie ein Pinguin? Doch, irgendwie sah so, glaube ich, ein bisschen aus wie so ein fliegender Pinguin. Und ja, mit dem konnte man dann sprechen, das musste man immer ganz leise rufen und so. Ich habe es geliebt. Und das hier hätte ich, glaube ich, als Kind auch total geliebt. Das hätte ich echt gerne als Kind gehabt, das Spiel hier. Ich hoffe, also mal gucken, vielleicht wird es ja auch noch brutaler und vielleicht kommen hier noch totale Gewaltexzesse. Ich weiß nicht, aber ich glaube mal nicht. Ich glaube, es bleibt so. An enormous black cave came into view, tunneling for miles into the mountain, taking them through. Das ist gruselig. Da hätte ich als Kind schon so ein bisschen Bammel, glaube ich, vor so einer Höhle. Und weit weg, die Gegenden wären jetzt viel größer, ne? Weil wir vorher sehr, der Bereich sehr begrenzt war, wird es jetzt sehr viel geräumiger. Was ist das denn hier? Oh, wie schön. Ach, Details. Ich mag Details. Okay, da ist eine Blume. Da können wir uns noch Stoff holen. Ich finde unser Rentier total toll. Ist voll hübsch mit dem Schwarz-Weiß. Ja. Gut, das war's dann mit Rentier. Ich muss es leider ändern. Verdammt. Schade. Aber wir müssen trampeln. Leider. Ich kann auch nur die Beinchen ändern, aber ein Rentier mit strammen Beinchen von einem Schwein würde wahrscheinlich komisch aussehen. Belonged here. And he himself certainly did not. He couldn't stay in this wondrous valley that was clear. Or it didn't contain the answers he sought. Wir machen es einfach mal. Weil ich finde einfach das an sich so niedlich, aber... Oh Gott, das arme Tier. Egal. Es fällt kaum auf.
Wahrscheinlich müssen wir gleich wieder springen. Wenn wir Pech haben, müssen wir es gleich wieder umändern. So, trampeln wir mal. Braun kriegen wir. Huch, da. Khaki. Ey, das ist jetzt für mich nicht... Manchmal finde ich die Bezeichnung sehr eigenartig. Ist das Khaki? Khaki? Khaki, ist das nicht eigentlich grün? Khaki-grün? Naja, gut. Ich lasse es mal eben, falls wir nochmal trampeln müssen. Ich nehme bald eher an, dass wir da oben... was ist das denn? Das ist aber ein... Ist das eine Erinnerungsmaschine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die sieht ein bisschen riesig aus. Wir sind bisher auch der Spinne nicht nochmal begegnet. Ist auch noch so ein Punkt. Okay, wo soll ich denn jetzt zuerst hin? Oh Gott, das ist ja alles so groß. Ich gucke erstmal eben da rein, in die Ecke, bevor wir uns diese große Maschine anschauen. Nee, die sind alle offen. Okay, keine Blume dazwischen. Also keine geschlossene. Okay, dann gehen wir mal zu der Maschine da, würde ich sagen. Nach links können wir auch. Nach rechts geht der Weg nicht lang. Also sowieso nach rechts. Immer da, wo der Weg natürlich nicht lang geht. Huch. Das ist auch ein cooles Muster. Das hätte ich gerne von den Bergen. Mal gucken, ob wir das noch kriegen. So, was ist denn das hier Schönes? Da schlafen die Wildschweine. Muss ich mich jetzt khaki färben? Gut, wir brauchen das Trampeln. Achso, wir müssen die wegscheuchen, damit wir rankommen. Das ist auch wieder so ein ganz normales Stoffding scheinbar. So, kleine Wildschweine. Lasst mir Platz. Sehr schön. Dann gleich nochmal. Habe ich gar nicht erkannt tatsächlich wegen den Dingern gerade. Sah irgendwie komisch aus. Jetzt sind sie ordentlich. So. Also dunkel hier gerade. Okay. Schön, wenn man quasi nichts machen braucht. Man könnte auch stoppen tatsächlich, wenn man nicht mehr will. Okay. Das ist jetzt die letzte tatsächlich schon. 5 von 5. Wir kriegen einen Widder. Oder Steinbock. Ich bin mir immer nicht... bei Widder und Steinbock habe ich immer das Problem, dass ich die nicht so ganz unterscheiden kann. Ich weiß, an den Hörnern. Aber ich vergesse es halt immer, was war. So, dann gehen wir mal zurück zur Nähmaschine. Ich nehme an, wir brauchen den Widder jetzt gleich. Schade, ich wollte eigentlich noch eine Weile Rentier bleiben. Naja, gut. Dann wären wir jetzt halt Widder. Oder Steinbock. Wäre schön, wenn sie einfach zuschreiben würden, was es eigentlich ist. Gerade für Kinder finde ich es halt schön, auch gerade wenn man Tiere drin hat, denen das einfach beizubringen, welches Tier was ist. Ihr seht ja schon, ich als Erwachsener habe gerade Schwierigkeiten, das hier ganz zuzuordnen. Wo ist unsere Nähmaschine? Da. So. Dann sehen wir jetzt tatsächlich zwei Tiere in einer Folge. So, wo haben wir den denn? Da. Was kann der Schönes? Auch springen wahrscheinlich, oder? Mit den Beinchen? Ja, stampfen nicht, aber springen wie das andere. Okay. Oh, das ist aber auch süß. Ja, doch, ist schon niedlich. Lass sogar die Farbe so. Mir gefällt das ganz gut. Guck mal, vielleicht müssen wir die Farbe auch wieder ändern demnächst. Oh, wir sind tatsächlich auch schon bei Folgenende. Das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss hier. Ich gehe noch zu dem Berg rüber. Währenddessen verabschiede ich mich. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, was meine Lieblingsform hier ist. Und zwar das Rentier oder der Hirsch oder was auch immer das ist. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. In der nächsten Folge betreten wir die angsteinflößende Höhle da oben. Ich bin sehr gespannt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gerne ein Like da lassen. Tschüss. Glitch wanted to continue. Oh, okay. But Stuffy hesitated. All Glitch wanted to do was go see the moon. Did they really have to leave here so soon? Sure, the moon was pretty, that part was clear. But why face dark tunnels when there was pretty a plenty right here? So, jetzt aber tschüss.